Rüef im Stage Talk. Herzlich willkommen zurück an der Berufsmesse Zürich, an der Berufswelt Stage. Ich bin immer noch da mit der Sharon, Leiterin der Kommunikation. Rüef im Stage Talk. Wie funktioniert eigentlich das Recycling-System von PET und Alu? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich meine Flaschen nachher richtig entsorgt habe? Was passiert damit? Hast du sicher schon gehört vom Kreislauf? Kreislauf, jetzt aus der Sicht der Flaschen erklärt, du bringst sie zurück an eine Sammelstelle, eine von 58'000 in der ganzen Schweiz. Von dort aus wird sie zentral gesammelt, geht in die Sortierung. Von der Sortierung geht sie in die Verwertungsanlage, wo ein Granulat hergestellt wird. Und aus diesem Granulat entstehen neue PET-Getränkeflaschen. Also aus einer alten Flasche wird eine neue Flasche. Gut, das ist sehr gut und sehr umweltfreundlich. Aber was sind dabei so die Herausforderungen? Welche Herausforderungen muss sich PET und auch Alu stellen? Zum einen arbeiten wir mit sehr vielen Partnern und Partnern von Partnern zusammen, das ganze Sammelnetz zu betreuen. Alles findet in der Schweiz statt, also ist 100% Schweiz Recycling. Zum anderen ist die grösste Herausforderung, dass wirklich jede Flasche zurück in den Kreislauf gelangt. Wir verlieren immer noch Flaschen, 2 von 10 voraussichtlich im Abfall. Und dort geht sie in die Verbrennung und kommt nicht mehr zurück in den Kreislauf. Was bedeutet Verwertungsquote von 80% genau? Genau. Verwertungsquote, wie kurz angesprochen, 8 von 10 Flaschen, also wir stehen bei 82% Verwertungsquote. Das ist eine sehr hohe Zahl, wenn man denkt, dass das ein freiwilliges System ist. Und 2 von 10 Flaschen kommen nicht zurück und an denen arbeiten wir. Okay. Und weiss man dann genau, wo die Flaschen genau verloren gehen? Oder ist das? Ganz genau wissen wir es nicht. Wir gehen davon aus, dass wir sie im Unterwegskonsum verlieren. Also wir sind unterwegs von der Arbeit, heim, trinken etwas und leider hat es nicht überall eine PET-Sammelbox und vielfach landet sie dann im Abfall. Das ist sicher ein Punkt, wo man PET-Getränkeflaschen verliert. Aber auch gut gemeint, sie geben sie, Konsumenten geben sie zurück mit der Plastiksammlung, also in eine falsche Sammelbox und auch die geht sie verloren. Ja, und was wäre dann eben eine Lösung, um die Alu, also die Flaschen, die noch verloren gehen, eben zu minimieren? Ja, wir können durch Sensibilisierung, Aufklärung immer wieder an die Bevölkerung treten, zum Wissen vermitteln. Wir arbeiten an weiteren Sammelboxen, Sammelstellen, jeden Tag. Gut, das war es mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Sharon, Leiterin von Kommunikation. Danke vielmals und wir gehen wieder in eine kleine Pause mit der Musik. Berufswahl Stage wird realisiert von den Lernenden von Content Makers.